Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge ist uns ja leider das Spiel abgestürzt. Aus der Folge heraus ist leider vieles nicht mehr da, was davor da war. Ihr seht schon, es ist einiges anders. Ich habe die Schienen schon repariert. Um die Buslinie muss ich mich noch kümmern. Das habe ich noch nicht gemacht, beziehungsweise ich habe es zeitlich ein bisschen übersehen. Aber das macht nichts. Das kann ich einfach bis zum nächsten Mal nachmachen. Ich bin heute eher beim Überlegen, dass wir diesen Bach oder dieses Flussal hier umwidmen, um daraus später einen Hafen bauen zu können. Einen Hafen, der sich direkt hier an das Gewerbegebiet ansetzt. Hierzu würde ich aber gerne schauen, dass wir den ein bisschen begradigen anfangen. Und ihn ein bisschen mehr standardisieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt möchte ich aber gucken, ob es dafür Funktionen schon im Spiel gibt. Oder eher weniger. Wir können das Grand Hotel eigentlich noch in der Stadt platzieren, ne? Das könnte ich hier doch irgendwo so schön hin. Überlappen der Objekte, was heißt denn da alles? Hab ich da irgendwas, was wichtig ist? Nee, ne? Wir machen da draußen Grand Hotel-Gebiet jetzt schnell. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann kommt das Grand Hotel hier hin. Außenrum die Gebiete tun wir nicht vergeben. Und setzen dann da Bäumchen hin. Pinselgröße runterdrehen, Stärke auf so hoch wie es geht. Schnell reinmixen alles. Vielleicht noch ein paar große Bäume, ob wir die noch ein bisschen irgendwie unterkriegen. Ja, dann hat es nicht schon ein bisschen was. Aber jedoch haben wir jetzt hier natürlich auch eine schöne Sache, eine schöne Anlage. Und um zwei Blocks rum bist du dann auch schon bei Notre Dame. Hat natürlich auch was. Gut, jetzt müssen wir uns nur um den Fluss kümmern. Soll es eher ein Kanal werden? Bedeutet, wir müssen hier das relativ stark ebnen. Da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen Kanaltum oder sowas. So ein simples Kanaltülchen würde da schon helfen, denke ich. Das tun wir dann schon mal angleichen, weil hier soll ja ein Hafen rein theoretisch hinkommen können. Dann müssen wir das Ganze noch angleichen. Einigermaßen gut ausschaut. Schauen wir mal, was da draus passiert. Stück für Stück. Ich mag das, muss das jetzt mal probieren. Aber das ist. Ja. Terrainsteigung. Stellt einen Hang, in dem die Terrain zwischen dem terrettförmigen Bereich und dem der Zielhöhe ausgeglichen wird. Also wenn ich sage, das ist Zielhöhe, ha, okay.
Bedeutet, ich sage jetzt, das hier ist Zielhöhe. Okay. Und das kann ich hier natürlich ausebnen noch anfangen. Aber rein theoretisch jetzt hier so eine schöne Kante dran. Aha, aha, aha. Ich glaube, ich habe es jetzt langsam verstanden. Okay, okay, okay. Kann man dann daraus hier wirklich einen Kanalform anfangen? Das macht es aber auch ganz ein bisschen einfacher, ne? Wenn ich jetzt wieder sage, hier hin. Wir machen das Ganze jetzt hier wieder schön breit. Dann haben wir hier gleich einen Kanal draus gemacht. Hier unten ebnen wir das Ganze. Hier gehen wir doch noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Für das ganze Hafengebiet. So. Das wird ja erstmal aufgeschüttetes Gebiet, das wird ja je nach einer Zeit noch verändert. Wenn ich jetzt hier hingehen würde zu Schiffen und sagen würde Frachthafen, ist das alles noch nicht breit genug oder der muss halt echt dann dahin. Kauf mal die zwei Gebiete bitte. Dann machen wir jetzt aus dem Hafengebiet. So. Terrainangleichung. Kann man sich mitten während des Anpassens bewegt. So. Man darf nicht so schnell sein, sonst geht das Ganze wieder schief. Da sieht man, wenn ich so schnell werde, dann passiert das. Cool. Probieren wir mal hier im Frachthafen zu platzieren. Warum kann ich das Gebäude zum Beispiel nicht drehen? An was hält es sich? An Wassertiefe oder sowas? Muss ich da vielleicht noch ein bisschen rumspielen anfangen? Gehen wir mal hier hin und setzen alles auf die Wassertiefe auch noch. Eine Wassertiefe, keine andere. Stück für Stück den Hafen ausgleichen. Hallo. Warte, darf ich wieder nicht zu schnell sein, weil dann wieder das anfängt zu jammern. Zack, okay. Und hier müssen wir dann okay, dann müssen wir da hinten aber mal das Gebiet noch abreißen, leider.
Liebes Industriegebiet, es tut mir leid, aber ihr seid leider aktuell in einer blöden Position. Wir müssen das Gebiet mal neu designen hier. So, okay. Und dann nehmen wir das Flattening Tool wieder. Gehen wir auf Pinselstärke einmal hoch und dann die Größe noch ein bisschen hochdrehen. Dann funktioniert das noch besser. Dann ist das ein großes Hafengebiet jetzt dann. Da drüben ist ja rein theoretisch dann auch sozusagen auch noch die andere Hafenanlage. Wie kann ich jetzt zum Beispiel am besten auf die Höhe hier drüben gehen? I don't fucking know. Oh, doch. Hat funktioniert, hoppala, okay. Bedeutet, wenn ich das Hafenbecken jetzt hier aushebe, dann hier hingehe. Und das hier nochmal anpasse. Nein, wir machen das jetzt wieder kleiner. Füllen das hier hinten ganz brav. Und schauen, dass das hier noch so einigermaßen sicher platziert ist. So ein bisschen, damit das... Oh, warte mal, jetzt muss ich hier wieder... Terrain anpassen. Ja, dann schaut es nicht hier auch einige. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. So, okay. You're back with das ist unser Hafen jetzt. Your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself. Dann kommt hier jetzt der Hafen rein. Musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture, que bon, as they say, and an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. So this is it, the Hafen. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Dann machen wir hier so schöne Straßen noch draus. Alles raus hier. Ja, warte mal, kann ich hier nicht an die Gebäudekante? Das ist doch nicht perfekt. Jetzt können wir meinetwegen wieder alles anmachen. Super. Am Hafen machen wir eine zweispurige Straße. Die bis nach da vorne führt. Ich glaube, ich muss die Gebiete
die zum Hafen führen, oder zu dem Frachtgebiet führen, auch noch kaufen. Damit ich die anbinden kann. Das ist der breite Seeweg, den wir nutzen dürfen. Und da kann das Ding dann anbinden. So, und hier gehen wir mit zweispurigen Straßen lang. Spurigen Straße, das wäre blöde. Das möchte ich nicht. Okay, was ist, wenn wir einfach hier eine vierspurige draus machen? Wirklich so ein Limit bringen von der Größe her. Und dich führen wir so, das würde ich dann. Ich würde gerne, dass du bis nach vorne führst, wo die dann sich kreuzen können. So. Da machen wir eine kleine zweispurige bloß hin. Dann lassen wir die Autobahn, die hier durchführt, den Highway, da drauf knallen und geben dann dem die Möglichkeit für einen großen. Dann müssen wir die Wasseranschlüsse noch organisieren, die hier überall sind. Und die Stromanschlüsse, die hier unten noch lang laufen, nach Infos. Das Gebiet müsste jetzt auch eine Verbindung schon haben. Cool. Kann leider den Boden nicht einfärben, ne? Das wäre jetzt noch eine relativ coole Sache. Setzen wir dann hier noch so ein paar Straßen ein. Die auch wieder nur untereinander funktionieren sollen. So ein paar Verbindungssträßchen zum Beispiel wie hier. So, okay. Das ist jetzt das Gewerbegebiet, was sich befindet. Das muss dann noch halt dementsprechend die Ressourcen kriegen und alles noch down, bis wir da drüben auch den anderen Hafen hinbauen und alles
Aber grundsätzlich soll dann hier zum Beispiel von dem eine Straße abführen. Ich glaube, das lasse ich dann hier passieren, dass hier direkt eine Straße kurz abführt. Und dann da zum Beispiel hier unten drunter rauskommt. Die eine führt hier dran. Oder führt hier ab, die andere führt da drauf. Das könnte alles noch sehr interessant werden. Dann lassen wir doch noch eine Schiffsroute schneller stellen. Der Gütertransportschiffhafen. Du fährst. Nach da hinten. Und wieder rein. Und du fährst. Nach hier vorne. Und wieder rein. Da sollten dann auch langsam Schiffe auftauchen anfangen. Die an unseren Hafen möchten. Lassen wir das als erstes Gebiet hier uns wieder verbauen. Bin gespannt. Irgendwann müssten die ersten Schiffe aufkreuzen. Ziel Frachthafen. Eisenbahnanbindung könnte man auch noch machen, okay. Natürlich führt die nach da raus. Da kommt schon das erste Schiff. Das hat die andere Route genommen. Frachtkähne, zusätzliche Kähne, um ihren Land zu beschleunigen. Ja, dann müssen wir das hier gleich groß machen. Kommt das erste Schiff. Und geht vor Anker. Der zweite ist auch schon unterwegs. Die schauen noch alle relativ leer aus. Der wird gleich... Oh, da bringt uns die ersten Lieferungen schon. Jetzt gern sehen, den voll beladenen. Soll es hier wie ein Umschlagplatz werden am Ende. Der hat ja auch noch nichts. Schau dir mal an, wie voll der ist. Wahnsinn. Mit einem kleinen Rettungsbötchen hinten dran. Der nächste, der ist nicht so voll beladen, aber auch relativ gut mit schon Ressourcen befüllt. Überall schon, wo das Internet hat, die beste Internetanbindung. So, da kommt es jetzt ran an den Hafen. Und sollte ja dann abgeladen werden, oder? Und da fahren die ersten LKW schon los, die ersten Sattelschlepper. Schicke Sache. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.